Mein Name ist Andreas Löwe und ich begrüße Sie herzlich zu der diesjährigen Foskris und meinem Beitrag Wissensmanagement in verteilten Teams. Wir werden uns erst mal kurz anschauen, was ich Ihnen heute mitgebracht habe. Wir werden uns zuerst einmal die VSB anschauen. Das ist die Firma, für die ich arbeite, weil diese Fallstudie sich mit den Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. Danach werden wir uns die einzelnen Nutzergruppen anschauen und werden sie klassifizieren bzw. einordnen. Dann geht es um die Wissensverwaltung und in dem Zuge werden wir uns anschauen, was Wissensmanagement überhaupt ist. Und wir werden uns dann im nächsten Schritt anschauen, wie wir Wissen denn überhaupt auffindbar machen. Danach kümmern wir uns um die Wissensweitergabe. Hier ist der Punkt, was für Fragestellungen treten hier auf und welche Kommunikationswege nutzen wir bei der VSB, um diese Infos weiterzugeben. Zum Schluss möchte ich noch mal quasi ein kleines Plädoyer euch vorstellen, Wissen als Dienstleistung, und euch darüber auch meine eigene Meinung dazu mitgeben. Das Team, was vor allen Dingen die GIS-Daten, die Geodateninfrastruktur aufbereitet, ist meine Kollegin Ea, die hier auch mit einem Beitrag vertreten ist, und ich. Wir werden unterstützt von Werkstudies, zwei Stück aktuell, und wir versuchen hier neben dem bekannten Wissensmanagement, was ich jetzt vorstellen werde, auch eigene Entwicklungen durchzuführen auf Basis von QGIS bzw. LISMAP, aber dazu dann später noch etwas mehr. Die VSB sucht natürlich als mittelständisches Unternehmen auch immer wieder neue Leute. Meldet euch dazu gerne bei unserem Kollegen Toni. Er wird auch im Chat zur Verfügung stehen. Ansonsten seht ihr hier, wie ihr uns kontaktieren könnt. Unsere Nutzer, unsere Kolleginnen und Kollegen haben wir grob in drei Nutzergruppen eingeteilt. Wir haben hier einmal die Projektentwickler, die ein grundlegendes Verständnis haben, was ein Geoinformationssystem ist. Sie können räumliche Daten bearbeiten, sie können auch einfache räumliche Verschneidungen, wie beispielsweise einen Puffer oder Verschneidungen oder Datenaggregation durchführen, aber ansonsten beispielsweise eigene Modelle zu erstellen mit dem QGIS Modeler oder weiterreichende Entwicklungen sind Sie selbst jetzt in der Regel nicht imstande. Von den Hintergründen her sind es meistens Akademiker und ein sehr breit gefächertes Studiumsspektrum. Natürlich können Sie auch eigene Karten erstellen, meistens nutzen Sie hier aber auch unsere Vorlagen. Die zweite Gruppe, die ich ganz grob mit dem Projektmanager umschrieben habe, nutzt Karten als Entscheidungsgrundlage. Sie sind daher in der Lage, diese Karten auch zu verstehen, zu lesen, und Sie können sich mit Hilfe von Viewern auch Daten ansehen und diese auch bis zu einem gewissen Maße interpretieren. Hauptwerkzeug hier ist aber vor allen Dingen typisch Excel bzw. andere Programme. Die dritte Gruppe sind die Außendienstmitarbeiter, von deren Hintergrund haben die wenigsten vorher mit Geodaten gearbeitet, bevor sie zur VSB gekommen sind, und sind daher auch ohne Kenntnis, was ein GIS bzw. Geodaten im Allgemeinen bedeuten. Sie können sich mit Hilfe unserer Werkzeuge aber auch die Daten anschauen. Hier insbesondere werde ich nochmal gleich auf LISMAP eingehen. Und Sie können sich mit Hilfe von diesem LISMAP auch navigieren innerhalb der Applikation. Unsere Geodateninfrastruktur, die möchte ich auch einmal kurz vorstellen, damit ihr einen Einblick habt, mit was wir arbeiten. QGIS ist hier das Hauptwerkzeug für den Innendienst. Hiermit werden halt hauptsächlich räumliche Daten erstellt. Ich weiß von Kollegen, dass hier beispielsweise aber auch Google Earth genutzt wird oder andere fachspezifische Programme, die dann aber halt auch proprietär sind. Da möchte ich darauf jetzt nicht so mehr eingehen. Und QGIS wird natürlich auch genutzt, um Geoverarbeitung durchzuführen. Beispiel hatte ich jetzt gerade in der Folie davor genannt, daher werde ich darauf jetzt nicht nochmal eingehen.
Lismap nutzen wir als reines Informationswerkzeug und hier insbesondere als Tool, um Infos für den Außendienst aufzubereiten. Meine Kollegin hatte hierzu auch schon einen Beitrag formuliert und es gibt noch einen weiteren Beitrag, der die ganze Installation von Lismap zeigt. Da möchte ich auch einmal darauf hingewiesen haben. Für uns nutzt er, wie gesagt, hauptsächlich, um die Orientierung im Feld zu ermöglichen und mit unseren Kunden im Feld auch in Kontakt zu treten. Im Hintergrund läuft eine Postgres-Datenbank mit PostGIS als Erweiterung und weiteren, ich sag mal, Komfort-Erweiterungen. Und das dient einmal als Data Warehouse, aber auch um automatische Berechnungen durchzuführen und hier auch die Arbeit für die Kollegen und Kolleginnen zu erleichtern. Dann haben wir als weitere Infrastruktur, die vor allen Dingen aus der Historie gewachsen ist, nämlich unsere klassische Ordnerstruktur. Ich denke mal, da hat viele Firmen, die mit räumlichen Daten arbeiten, haben das immer noch. Und da liegen neben CAD-Dateien auch klassische Shapefiles oder Geopackages ab, aber auch georeferenzierte Karten, die von den Kollegen für bestimmte Projekte beispielsweise genutzt werden. Kommen wir nun im nächsten Abschnitt zu dem Thema, was ist denn überhaupt Wissensverwaltung? Und hier insbesondere, was ist Wissensmanagement? Ich habe hier drei Punkte mitgebracht. Einmal überhaupt die Definition. Was verstehen wir unter dem Thema Wissensmanagement? Nach Bärheide und Kartenkamp ist Wissensmanagement der Erwerb, die Entwicklung, der Transfer und die Speicherung sowie Nutzung von Wissen. Das kann man sich so vorstellen, jetzt hier im Kontext von Geoinformation beziehungsweise im Kontext von offenen Daten, offenen Software, müssen den Nutzenden Informationen zu QGIS bzw. zu den Anwendungen, wie QGIS genutzt wird, bereitgestellt werden. Das heißt, wir müssen hier im Unternehmenskontext einmal einfach Wissen aufbauen und ausbauen. Im GIS-Kontext heißt es natürlich, wie bereits beschrieben, dass wir das Wissen über Geodaten verfeinern müssen und beispielsweise Prozesse, die durch das Einführen dieser Datenbank entstanden sind, einmal verständlich machen, verschriftlichen und auch quasi den Sinn dahinter erklären. Und wichtig hierbei ist natürlich auch, es reicht ja nicht, dass wir einfach Wissen aufbereiten und dieses Wissen dann in Texte, in Dokumente gießen, sondern wir müssen natürlich im nächsten Schritt auch dafür sorgen, dass dieses Wissen auffindbar ist. Und hier ist natürlich die Fragestellung, wie sorge ich dafür, dass die Auffindbarkeit gegeben ist, vor allen Dingen, wenn ich eine so große unterschiedliche Nutzergruppe habe mit unterschiedlichsten Vorwissen, unterschiedlichsten Anforderungen, was Detailtiefe angeht und natürlich auch unterschiedliche Prozesse, die je nachdem, was gerade gefordert wird, auch an die Geodaten eine andere Anforderung haben. Unsere Lösung dazu ist die Schaffung einer internen Plattform. Wir haben das schlicht GISWiki genannt, um diese Weitergabe von Wissen zu gewährleisten. Wir haben hier vor allen Dingen uns bekannte Probleme angenommen und haben versucht, im ersten Schritt diese einzelnen Wissensbausteine in Überkategorien zu gießen. Wie ihr hier rechts in der Grafik seht, haben wir einmal uns bekannte Probleme angeschaut, die Nutzer mit der Nutzung von QGIS haben. Dann haben wir uns bei unserer eigenen Entwicklung auch die Datenbankentwicklung angeschaut und die Datenmanagement. Und generell, wenn Anfragen gekommen sind, wie können wir jetzt beispielsweise dieses oder jedes Thema lösen, haben wir das Ganze in sogenanntes QGIS-Wissensbeiträge gegossen. Dann nutzen wir natürlich auch, wie viele von euch sicher auch, viele Erweiterungen von QGIS, die dankenswerterweise halt auch zur Verfügung gestellt werden. Und dazu haben wir natürlich auch einmal für die externen, also sprich, die wir von QGIS
bekommen, Anleitungen geschrieben bzw. Videos gedreht, aber dazu später mehr, sondern haben halt eben auch für interne Plugins und interne Prozesse das Ganze dargestellt. Schulungsmitschnitte sind auch selbsterklärend. Hier sind unsere ganzen internen Schulungen hinterlegt, die wir zum Thema QGIS bzw. LISMAP gegeben haben. Unter dem Reiter VSB GeoMobile verbirgt sich hier auch quasi nochmal Detailwissen zu LISMAP. Das ist unsere interne Bezeichnung für das Programm. Und die Prozessschritte zum Schluss sind natürlich, denke ich, auch eindeutig. Hier werden einzelne Schritte, die mit den Geodaten angestellt werden, noch einmal beschrieben und zeigen, wie halt eben ein Prozess auszusehen hat und was man dort bedenken muss. Das Thema Wissensweitergabe habe ich jetzt hierüber quasi noch mal kurz angeschnitten. Wir schauen uns hier im Detail einfach noch mal die Prozessschritte an und die Herausforderungen, die wir uns dabei gestellt haben oder die wir gestellt bekommen haben, ist, das Wissen muss so aufbereitet sein, dass jeder, der ein Problem hat, auch schnell eine Lösung findet und weiß, wie er diese Lösung anwenden muss. Unser Lösungsansatz ist hier ganz klar und der hat sich auch recht schnell rauskristallisiert, nämlich, dass wir sehr kurze Videos zu einzelnen Prozessschritten zeigen. Diese kombiniert mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, das heißt, dass man nicht nur den visuellen, sondern auch den Schritt-für-Schritt-Anleitung hat und dass das Ganze auch verschlagwortet ist. Das heißt, ich kann in unserem Internet einfach nach einem Schlagwort suchen und bekomme dann hier beispielsweise verschiedene Prozessschritte angezeigt. Wichtig hier ist auch immer wieder zu sagen, dieser Prozess ist natürlich kontinuierlich. Das heißt, ich habe jetzt nie einmal etwas abgeschlossen, sondern es kommen immer wieder neue Anforderungen an uns heran. Und dadurch sind wir natürlich auch immer dabei, unsere GIS-Wiki zu erweitern. Ihr habt jetzt gesehen, wie wir Wissen aufbereiten und wie wir versuchen, dieses Wissen auch zu sammeln. Und jetzt möchte ich euch einmal vorstellen, wie wir versuchen, dieses Wissen auch nicht nur zu sammeln, sondern auch weiterzugeben. Die Herausforderung, die wir hier dabei haben, ist, dass wir immer neue Entwicklungen haben, die mit Geodaten zusammenhängen. Und dadurch entstehen auch nochmal neue Prozesse, die wiederum neu protokolliert werden müssen bzw. erklärt werden müssen. Wir haben dazu einen dreischrittigen Lösungsansatz gewählt. Wir haben einmal routinemäßig E-Mails, die wir an unsere GIS-Nutzer verteilen. Wir haben einen kontinuierlichen Schulungsprozess. Das heißt, zu bestimmten Prozessen oder zu gewissen Themen haben wir immer wieder Schulungen über das Jahr verteilt. Wir haben uns da so organisiert, dass wir das Ganze einmal Anfang des Jahres durchgetaktet haben und dann diese Schulungen halt eben veröffentlichen und so die Nutzerinnen und Nutzer sich dort anmelden können. Zum Schluss, ganz klassischer Helpdesk, haben wir natürlich auch eine On-Demand-Hilfestellung. Das heißt, uns kann geschrieben werden oder angerufen werden und wir versuchen dann eine Lösung für das entsprechende Problem zu finden. Zum Schluss möchte ich euch nochmal unser Selbstverständnis vorstellen. Wir als GIS-Team arbeiten täglich mit diesen Daten. Wir arbeiten täglich mit Geoinformationssystemen, mit QGIS, mit LISMAP, mit anderen Systemen. Und in diesem Zusammenhang sind wir hier natürlich auch die Experten und werden von den Kollegen auch als solche geschätzt. Unser Selbstverständnis ist aber, wir sehen dieses Wissen, das wir haben, auch als Dienstleistung, als Mehrwert für diese Kolleginnen und Kollegen. Und daher ist es für uns erstmal ganz fundamental wichtig, dass wir dieses Wissen weitergeben. Hier der klassische Stichwort oder das klassische Stichwort, was ich nennen möchte, ist der sogenannte Busfaktor, der ganz grob beschreibt, dass wenn wir morgen von einem Bus überfahren würden und im Krankenhaus liegen, wie arbeitsfähig einmal das ganze Team, aber halt auch die Kolleginnen und Kollegen, sprich die Nutzer sind. Hierdurch, durch unsere Wissensweitergabe, sorgen wir dafür, dass wir die Möglichkeit haben und überhaupt die Kollegen in die Lage versetzen, Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen.
dadurch, dass wir halt eben unser Wissen und unseren Helpdesk-Aufgaben auslagern können, sprich, indem wir die Kollegen einfach nur auf die Wissenssammlung hinweisen müssen, können wir uns selbst auf weitere Aufgaben, die halt eben auch einen Mehrwert für die Firma liefern, beispielsweise die Programmierung oder die Entwicklung von weiteren Schnittstellen, können wir dadurch halt eben auch einen Mehrwert generieren. Der nächste Punkt ist, dass wir durch diese Wissensweitergabe einen Mehrwert für die Kolleginnen und Kollegen schaffen. Wir haben dadurch nicht nur die Möglichkeit, die Zufriedenheit mit der Arbeit selbst zu steigern, sondern auch die Möglichkeit, durch die Wissensweitergabe schaffen wir auch einen Mehrwert für die Kolleginnen und Kollegen, indem wir sie entlasten. Dieses Entlasten ist beispielsweise das, dass sie jetzt nicht mehr nach einem Problem stundenlang googeln müssen und verschiedene Möglichkeiten aussuchen, sondern dass sie für ihren Prozess, für ihre Geodaten eine genaue Anleitung haben, was wiederum die Zufriedenheit und die Produktivität steigert. Durch diese Wissensweitergabe zum Schluss lösen wir nicht nur Probleme, sondern wir versetzen die Leute auch in die Position, sich selber Lösungen zu erarbeiten. Was wiederum den ersten Punkt verstärkt, dass wir uns mehr auf unsere eigentlichen Kernaufgaben beschränken können. Durch diese Wissensweitergabe ermöglicht uns diese Information nicht nur zu teilen, sondern halt auch quasi unserem Selbstverständnis gegenüber halt treu zu bleiben. Und ich denke, dieses Selbstverständnis hilft uns auch als Team, als GIS-Team quasi intern, Lösungen besser zu kommunizieren, weil wir immer wieder das Ziel uns vor Augen führen können, dass wir ja Dienstleister für die Kollegen sind und hier auch für sie dadurch einen Mehrwert schaffen. Jetzt möchten wir natürlich auch noch den Bogen spannen zurück zu dem eigentlichen Thema, nämlich wie wir Wissensmanagement in verteilten Teams machen. Wir sehen, alle diese Methoden, die ich euch heute vorgestellt habe, sind geeignet, um den Kollegen die Arbeit zu erleichtern, egal ob sie jetzt gerade von zu Hause oder aus dem Büro arbeiten. Egal, ob dieses Büro jetzt in Dresden, Kassel oder München wäre. Das erlaubt uns, das Wissen effektiv zu verteilen und den Kollegen dabei dann auch sehr gut zu unterstützen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick in unsere Arbeitsweise bekommen und euch dadurch vielleicht auch ein paar neue Ideen selber abschauen. Wir sehen uns dann jetzt in dem Chat und falls ihr Fragen habt, stellt sie dann gerne. Vielen Dank und bis dann. Ciao. So, jetzt habe ich auch Ton. Also Andreas, nochmal vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Ich arbeite selber auch an einer Bundesforschungseinrichtung und weiß, wie verstreut und redundant Daten dort liegen können. Das macht viele Sachen im Arbeitsalltag recht kompliziert manchmal. Es gab viele Fragen, die mit den meisten Votes ist. Gibt es ein Ticketsystem für aktuelle Probleme? Du hast sie, glaube ich, gerade schon beantwortet. Die Leute haben es schon verstanden. Aber mach es bitte nochmal. Gerne. Also die Cloud oder das Wiki liegt auf einem Cloud-System, Koyo Cloud, und das benutzen wir auch als Intranet. Und da ist das Wiki halt ein Teil dieses Intranets. Und ein Ticketsystem haben wir jetzt aktuell nicht. Da sind wir jetzt noch am Überlegen, ob wir eins nutzen. Momentan haben wir eine allgemeine E-Mail-Adresse, an denen halt eben die Anfragen gestellt werden sollen. Es ist, glaube ich, eine große Sache der Erziehung, würde ich sagen, der Kolleginnen und Kollegen, dass das auch funktioniert. Da sind wir aber auch immer dahinter, das umzusetzen. Ja, du hast es ja selber angesprochen oder es stand ja auch im Tagungsband. Das kostet viel Zeit, die Leute auch zum Anfang davon zu überzeugen. Welche Software nutzt ihr für das Wiki? Also die Software ist Koyo Cloud. Koyo Cloud, ich habe das noch nie gehört, ja.
Genau, das ist eine, also wir benutzen das hauptsächlich für das Intranet. Und in diesem Intranet gibt es halt die Möglichkeit, Seiten aufzusetzen und dann nochmal quasi Unterseiten. Und eine dieser Unterseiten ist halt eben unsere Teamseite. Und in dieser Teamseite haben wir ein Wiki aufgebaut, wie ihr es im Vortrag gesehen habt, mit Unterkategorien, sodass die Kolleginnen und Kollegen halt je nach Fragestellung dort hoffentlich auch eine Antwort finden. Vielleicht kannst du ja nachher nochmal den Link in den Chat setzen zu diesem Produkt. Kann ich gerne machen. Also, genau. Ja. Jetzt natürlich das Wichtigste, ne, das sehen wir ja auch bei unserem Aufbau einer Geodateninfrastruktur am Institut. Wie viel Aufwand an Personen und Zeit pro GIS-Nutzerin steckt in diesem gesamten Ansatz bei euch? Also der Zeitaufwand teilen wir uns aktuell zu dritt. Und ich würde grob sagen, pro Monat sind es ungefähr 10 bis 20 Stunden, je nachdem, wie viele neue Anforderungen kommen, um das Ganze aktuell zu halten. Aber am Ende andersrum spart ihr ja auch eine Menge Zeit dadurch wieder ein, oder? Das muss man ja. Genau, auf jeden Fall. Also wir haben gesehen, als wir angefangen haben, dass halt sehr viele Anfragen täglich reingekommen sind. Und ich denke mal, dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, die Nutzer halt eben auch auf diese kurze Hilfe-Videos zu leiten, sie dann halt auch, dass sie schneller eine Antwort bekommen und erst, wenn sie dann wieder Probleme haben, wieder auf uns zugehen. Dadurch hoffen wir uns halt eben mehr Focus-Time zu bekommen, also mehr quasi einfach Entwicklung oder andere Projekte voranzutreiben, aber auch halt den Nutzern eine Anlaufstelle zu bieten, wo sie halt dann Fragen nicht stellen können, aber beantwortet bekommen. Habt ihr versucht, diesen Effektivitätsgewinn quantitativ zu messen? Nee, aktuell noch nicht. Gut. Eine ähnliche Frage, können Sie grob sagen, wie lange die Erstellung des Wiki gedauert hat? Wir haben damit vor ungefähr einem Jahr angefangen und der erste Aufschlag war natürlich recht viel Aufwand für uns und jetzt aktuell sind es halt eben immer so, ja, je nachdem wie viele Fragen, circa pro Woche 2 bis 3 Stunden, die da einer von uns im Team reinsteckt. Dementsprechend, ja, hält es sich mittlerweile in Grenzen. Wenn dann halt eben für neue Entwicklungen wird dann noch mal ein bisschen mehr Zeit reingesteckt. Ist klar. Ja, die anderen Fragen sind recht ähnlich. Wie gesagt, interessanter Vortrag. Viele werden sicherlich ähnliche Gedanken gehabt haben, gerade in den letzten 2 Jahren.